und hinten die Böller boah, rausgeschossen. Die fühlen sich doch von Lindner viel besser vertreten und verstanden als von einem Saubermann. Ich bin ein Star, holt mich hier rein. Fuckingham Palace. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nein, nein, wirklich nicht. Nein, ist doch Quatsch. Nein, ich war das nicht, ganz gewiss nicht. Nein, hör doch, pass auf. Nee. Ich habe mir schon überlegt, wie kann man diese Schizophrenie am besten darstellen, dass wir circa 1 Million Ukrainer hierher holen, die geflüchtet sind vor Bomben und Raketen und verböllern dann 120 Millionen an Silvester. Denken die Ukrainer dann nicht, dass wir sie wieder zurückjagen wollten in ihre Heimat, weil sie hier genauso bedroht sind? So, das war der Plot. Dass mir jetzt eine Kollegin diese Idee klaut, das war schon frech. Aber, also, sie hat's toll gemacht, muss man sagen. Wirklich, also, ich das muss der Neid ihr lassen, ich hätte es nicht besser hingekriegt. Ja. Aber ich war es nicht. Nee, ganz bestimmt, ich war, nein. Auch wenn mir zig Leute schon geschrieben haben, ich soll das endlich zugeben, diese, wie hat sie heißen, Christine Lamprecht hätte es nie gegeben, das wäre immer ich gewesen, die Silvester-Gruß-Feuerwerksgeschichte von mir als Lamprecht, das wäre unübertroffen und na, das war sie, bestimmt. Der Hintergrund ist, guck mal, Lamprecht ist ja eigentlich Comedian, aber sie hatte nie richtig Erfolg. Ja? Dann kam Corona, da haben viele Komiker umgesattelt auf Putzfrau, Klofrau, Kellner zur Müllabfuhr und Lamprecht eben auf Minister. Aber sie ist der Komik eben immer treu geblieben. Nicht? Puma, Pöms in Mali, 5000 Helme, Sohn im Hubschrauber, da war schon der Brüller, aber die Silvester, die Giga, wie die sich selbst parodiert hat. Ja? Mitten in Europa tobt ein Krieg und hinten die Böller boah, rausgeschossen von Berlin. Ja? Also das war ein Timing, das war wirklich toll. Das war wirklich gut. Womit sie sagen wollte, Krieg hat auch mal was Lustiges. Wir verpulvern 120 Millionen für ein Silvesterfeuerwerk. Das ist was, was die Ukrainer sich schon mal sparen können. Das hatte Witz, Distanz. Das war Monty Python. Ja? Ganz seriöser Sarkasmus. Zumal man ja dann auch im Nachhinein erfahren hat, dass die Böller von Berlin auch tatsächlich zur Brutalität geführt haben. Das heißt, auch ein Silvesterfeuerwerk ist manchmal kein Spaß. Nicht? Und der Supergag war natürlich, dass man von ihr ja fast nichts verstanden hat. Das war diese Selbstironie. Ja? Man muss nicht hören, was ich sage. Einmalig, das war einmalig. Aber die meisten haben es halt ernst genommen in Deutschland. Nicht? Und deswegen ist sie ja jetzt auch gegangen, weil sie sagten, nee, also die Presse zieht über mich her, die kapieren das alle nicht, dann gehe ich. Die Presse ist schuld, dass die jetzt gegangen ist, hat sie ja gesagt, nicht wahr? Nur, auf der anderen Seite, weißt du, wenn es schon alle ernst genommen haben, da hat der Staat auch versagt, nicht wahr? Warum ist dann die Staatsanwaltschaft nicht aktiv geworden, nicht? Und hat Immunitätsaufhebung von ihr gefordert, bevor sie selber geht? Ja, 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 wenn schon, denn schon, nicht? Diese Immunitätsaufhebung fordert man ja jetzt aber bei Herrn Lindner, hat man es ja vor bei ihm. Nicht? Was hat der denn nur wieder angestellt? Liebe Zeit nochmal. Also das muss ja schlimmer sein als von Olaf Scholz die Cum-Ex-Kungeleien bei der Warburg Bank und schlimmer als von Scholz die Nicht-Finanzaufsicht bei Wirecard und 2 Milliarden. Und das muss ja schlimmer sein als von Scheuer die vergeudeten 500 Millionen bei der PKW-Maut. Bei denen hat man keine Immunitätsaufhebung gefordert. Komisch, nicht? Also warum bei Lindner dann? Was hat er ange... Er hat, ich weiß es ja, er hat ein Grußwort rausgehauen für eine Privatbank, bei der er einen Privatkredit hat und hat dann noch einen Kredit gekriegt. Ja, und den muss er ja zurückbezahlen. Also ja, hat er damit Schaden beim dem deutschen Volk zugewendet? Na, im Gegenteil, im Gegenteil. Der Lindner will jetzt den Soli komplett abschaffen zum Beispiel. Nicht? Er ist gegen Steuererhöhung zum Beispiel. Nicht? Er hat für uns 3 Entlastungspakete aufgelegt für 300 Milliarden. Entschuldigung,
Ein anderer Finanzminister hätte vielleicht kein Grußwort verfasst und keinen Kredit gekriegt, hätte uns aber nur ein Entlastungspaket gegeben von 300.000. So hatte der Lindner eine Freude und das hat ihn großzügig gemacht. Und bürgernah, natürlich. Komm, also ehrlich, wie viele melden die Putzfrau nicht an, fahren schwarz, setzen Geburtstag ab als Betriebsausgabe. Ja, also bitte, die fühlen sich doch von Lindner viel besser vertreten und verstanden als von einem Saubermann. Schießt man da nicht einen ab, mal ehrlich, ja? Um 10 andere zu retten? Bitte, Scholz, Giffey, Schwesig, Scheuer, opfert man nicht einen mit dem geringsten Schaden, damit man die anderen gar nicht mehr zur Sprache bringen muss? Man sagt ja im politisch-juristischen, sagt man ja immer, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Ich wusste gar nicht, dass der Lindner so klein ist. Und der Scholz so groß, dass man ihn laufen lässt, wo er sich immer so klein macht mit seinen Hin und Her da, mit Marder, ja, in die Ukraine und Leo 2, aber nicht und doch, ach, ich weiß nicht, können wir vielleicht doch. Das ist doch kein Wunder jetzt, dass die Lambrecht dann auch gesagt hat, also, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wäre doch Politik bei uns so banal wie in Großbritannien, wo die Trash-Ikone Prinz Harry seit Monaten krakeelt, ich bin ein Star, holt mich hier rein. Der stalkt ja seit Monaten die Medien und klebt sich an die Journalisten mit seinen Lore-Romanen. Der hatte sich ja, Prinz Harry, abgesetzt vor einiger Zeit in die intellektuelle Wüste Amerika, nachdem er geflüchtet war aus dem Dschungelcamp Fuckingham Palace, wo er schon seit Jahren immer die Leichenteile seiner Biografie hat fressen müssen und Ekel hatte vor der Stinkfrucht Charles III und die Kostfrucht William immer schlucken musste und auch die Delikatesse seines Vaters Camilla hat er durchgekaut und ausgespuckt. Aber jetzt will er eben doch wieder in das marinierte Kot Lett beißen in Form des Königsanus, in den er hineinkriechen will. Also, ja, er sagt ja, er liebt seinen Vater und Camilla ist ein Bösewicht, aber er hat Verständnis für sie und auch William hasst er, obwohl er ihn liebt. Und also er will wieder zu denen, damit er noch mehr Prüfungen machen kann, die er dann wieder verkaufen darf. Und das keut er seit Monaten durch und immer wieder. Harrys Magen ist eigentlich der von einer Kuh, nicht? Um nicht zu sagen, ist ein Rindvieh. Ja, Harry wollte ursprünglich zu Naked Attraction oder zu Adam und Eva, aber bei Netflix kann er natürlich für viel mehr Geld die Hosen runterlassen. Also, ihr seht, das ist alles sehr durcheinander und widersprüchlich. Aber es ist halt Aristokratie. Vor vielen Jahrzehnten hat es mal ein Buch gegeben über geistesgestörte Adlige. Verrückte Hoheit von Middleford. Wo der schreibt, also 30-40% der Adligen haben Knall. Warum? Weil bis vor einigen Jahrzehnten war es ja im Adel üblich, Paarung und Paare nur zuzulassen innerhalb enger Grenzen unter relativ nahen Verwandten. Die Queen zum Beispiel und Prinz Philipp waren beide Ururenkel derselben Queen Victoria. Weißt du? Und diese Blutschande, sagte man da, kann zu erheblichen Erbkrankheiten führen, körperlich, aber auch geistig. Debilität, Demenz und Verblödung. Jetzt versteht ihr vielleicht Prinz Harry. Harry ist nichts anderes als ein ausgebrochener Gendefekt. Die Frage ist nur, wie viel Inzucht hat bei uns in Deutschland geführt zu Figuren wie Scholz, Giffey, Schwesig oder Lambrecht?